Herzlich willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich auf die effektiven Mikroorganismen eingehen, sowie auf die Herstellung von der speziellen EMA, aktivierte Form von effektiven Mikroorganismen. Und das ist sozusagen mein erster Versuch und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Bei den effektiven Mikroorganismen handelt es sich um Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien und Hefebakterien, die halt in gewissen Maßen zusammenspielen. Auch hochwertiger Sauerkrauttrunk kann auch diese Mikroorganismen beinhalten. Das sind halt einfach wie bei der Sauerkrautherstellung anaerobe Lebewesen. Also das heißt, die vermehren sich einfach am besten durch wenig Sauerstoff, beziehungsweise durch wenig Luftabschnitt. Und das Problem im 20. Jahrhundert war es einerseits durch die Industrialisierung und der zunehmenden Medizin und der Hygiene ist unsere Mikrobenwelt in Ungleichgewicht gekommen und dadurch hat dann Theodor Higger, also der Professor für Landwirtschaft, das war ein japanischer Professor und der hat sich halt mit der Bodenverbesserung beschäftigt und dabei hat er erkannt, je besser die Erde ist, desto besser gedeihen auch die Pflanzen und da muss man sich einfach die effektiven Mikroorganismen ungefähr so vorstellen, dass sie eigentlich wie eine Hebamme wirken, das heißt, dass sie sozusagen die Nährstoffe und die entsprechende Pflanzengesundheit für die Pflanzen zur Verfügung stellen, damit die am besten gedeihen können und schlussendlich, wenn wir diese Pflanzen dann verzehren, auch wir dann diese gesundheitlichen Vorzüge auch haben. Zusätzlich solltet ihr auch wissen, dass die effektiven Mikroorganismen opportunistisch sind. Das heißt, dass es sozusagen die positiven Mikroorganismen gibt, neutrale Mikroorganismen und pathogene Mikroorganismen sind. Und die positiven Mikroorganismen sind halt für die Erholung, Entspannung, für eine gesunde Pflanzengesundheit zuständig, während die pathogenen Mikroorganismen hier für Fäulnis, für Stress und sozusagen das Gegenteil von den positiven Mikroorganismen sind. Und die neutralen Mikroorganismen unterstützen halt immer diejenige Gruppe, die halt in Überzahl ist. Und das heißt, wenn ich halt ein Übermaß an positiven Mikroorganismen habe, dann gehen halt die neutralen zu den positiven über. Und wenn ich ein Ungleichgewicht habe in Richtung der Pathogenen, dann gehen halt die neutralen Mikroorganismen in Richtung zu den pathogenen Mikroorganismen bzw. erfüllen halt dann dessen Aufgabe. Ganz allgemein kann man die effektiven Mikroorganismen eigentlich sehr umfassend einsetzen. Einerseits im Garten, wie bereits erwähnt, dort kann man sie zum Beispiel die EMA, also die aktivierte Form, zum Beispiel die Pflanzen begießen, also das heißt, dass man hier zum Beispiel ins Gießwasser etwas effektive Mikroorganismen reintut, also da kann man auch so ein Mischverhältnis wie zum Beispiel bei Brennnesseljauche verwenden, also 1:10, 1:20 oder 200 Milliliter wird halt zum Beispiel auf der Verpackung vorgeschrieben und damit kann man zum Beispiel seine Pflanzen damit begießen, damit sie halt resistenter und robuster werden. Was man auch machen kann, ist, dass man sie zum Beispiel in so eine Sprühflasche geben kann und damit zum Beispiel die Tomatenblätter besprühen kann oder allgemein seine Pflanzen damit besprühen kann, damit die zum Beispiel die Pilzkrankheit der Braun- und Krautfäule dadurch vorgebeugt wird, weil sich dann diese Mikroorganismen auf die Blätter der Tomaten ansetzen und dem Pilz sozusagen nicht die Möglichkeit geben, sich an der Tomatenpflanze zu vergehen. Das gleiche könnte man eventuell auch beim Mehltau machen, wenn man das Problem bei den Gurken zum Beispiel hat. Allgemein sollte man auch zum Beispiel die Jungpflanzen auch mit effektiven Mikroorganismen oder einem Gemisch davon begießen, damit die sich schon mal dran gewöhnen und einfach robuster und auch stärker sind. Das, am besten ist es halt, dass man sie während dem Regen oder am Abend
den Garten damit begießt. Einerseits, weil halt die effektiven Mikroorganismen UV-empfindlich sind, also das heißt, die werden prallen Sonnenlicht geschädigt und am Abend können sie sich dann in die Erde zurückziehen oder wenn es halt zum Beispiel regnet, wenn man sie nochmal durch den Regen in den Boden spült und können sich dann von der Sonne nochmal zusätzlich schützen, wo sie dann hier dementsprechend von den Regenwürmern aufgenommen werden und dort im Darm dann die entsprechenden, zum Beispiel wenn Grasschnitt oder Brennnesselmulch drauf ist, damit die halt nochmal für die Verdauung der Würmer nochmal gute Enzyme und Exkremente erzeugen. Zusätzlich kann man auch den für den Start zum Bokashi auch verwenden, diese effektiven Mikroorganismen. Also so ganz grob, was man eigentlich im Garten damit alles machen kann. Also einfach mal den Boden um einiges verbessern und auch zur Kompost- und Humusbildung kann man ihn natürlich auch verwenden, sowie für die Pflanzenkohle. Auch im Haushalt kann man zum Beispiel die effektiven Mikroorganismen verwenden, weil sie jetzt so ein Enzym namens Nitrogenase produzieren und das sorgt einfach dafür, dass zum Beispiel diese Fäulnis und Stinkegerüche gar nicht erstmal aufkommen und man kann damit einfach für nach einer Zeit auch für einfach natürliche und frische Luft im eigenen Raum sorgen. Man muss auch nicht mehr diese chemischen, stark ätzende Mittel auf die Haut nehmen oder sie über die Lunge einatmen und dadurch eventuell verschiedene Krankheiten oder gesundheitliche einfach Schäden für den Körper verursachen. Außerdem ist es halt so, dass diese Mikroorganismen einen negativen pH-Wert haben, also 3 bis 4 ungefähr, und die Haut benötigt, damit sie halt zum Beispiel geschmeidig wird, eine negativen pH-Wert oder beziehungsweise dieses Milieu eines negativen pH-Werts, und man kann es einfach zum Beispiel für die Badreinigungen nutzen, zum Trockenwischen, zum Staubwischen. Man kann damit sein Geschirr spülen. Ich habe auch gelesen, dass man auch damit auch Klärschlamm reinigen kann, also in kleinen Lagen kann man das auch verwenden. Natürlich kann man auch damit seine Tiere, seine Pferde auch etwas Gutes tun und sie damit zum Beispiel befüttern und ein Granulat davon herstellen und sie es ihnen verabreichen, damit halt zum Beispiel im Darm das verabreicht wird. Auch beim Menschen soll es halt auch funktionieren, diese effektiven Mikroorganismen. Wie gesagt, das ist halt sowas wie Sauerkraut oder andere probiotische Mittel. Da gibt es halt auch wieder viele verschiedene Produkte, die man verwenden kann für diese effektiven. Abschließend kommen wir jetzt zur Herstellung von den effektiven Mikroorganismen. Also was ihr eigentlich alles dafür braucht, ist zum Beispiel ein Kanister halt, in beliebiger Größe eigentlich. Ich habe jetzt hier so einen 10 Liter Kanister genommen in grün. Dann habe ich noch eine Urkultur von effektiven Mikroorganismen. Das ist jetzt eine Urkultur, die ich hier verwende. Die normale aktivierte Form kann man auch von effektiven Mikroorganismen hier verwenden. Das ist jetzt 1 Liter. Und was ich noch zusätzlich gekauft habe im Bioladen, ist so ein unraffinierten Zuckerrübensirup. Und der ist halt nochmal zusätzlich als Futter für die effektiven Mikroorganismen da. Und es ist halt ungefähr so, dass man für 50 Gramm Zuckerrübensirup ungefähr 1 Liter Wasser verwendet, und da habe ich diesen 10 Liter Kanister und ich verwende halt hier jetzt diese 450 Gramm als Futter für diese effektiven Mikroorganismen. Und von der Herstellung ist es halt ganz allgemein so, dass man halt diesen Zuckerrübensirup zunächst in lauwarmem Wasser erstmal verdünnen sollte bzw. auflösen sollte, indem man den Kanister gibt, dann ca. 1 Liter Wasser, kaltes Wasser dazu, zum Abkühlen hinzugibt, dann die effektiven Mikroorganismen einfüllt und den Rest dann des Kanisters auffüllen, den dann verschließen oder beziehungsweise erstmal durchschütteln, und dann bei solchen Kanistern, wie ich einen habe, muss man dann aufpassen, wenn man ihn verschließt, dass man nicht ganz zutritt, damit der Kohlenstoff entweichen kann, damit kein Unterdruck entsteht. Und dann lässt man den halt für ca. 4 bis 6 Wochen
bei einer optimalsten Temperatur von 30 Grad Celsius, steht in einem dunklen Raum am besten, oder bei einem, es wird auch in einem Raum gehen von 20 bis 25 Grad. Es dauert halt einfach nur länger. Genau, das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, den effektiven Mikroorganismen. Und da werde ich jetzt einfach mal so einen kleinen Stummfilm sozusagen zeigen, nachschneiden, wie ich einfach das jetzt umfüllen werde. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre, und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, einfach nachhaltig für deine Pflanzen und für deinen Garten etwas zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao, und bleib dran für die Herstellung der effektiven Mikroorganismen.